Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, seit der letzten oder seit der vorletzten Folge tun wir ja hier fleißig verarbeiten und kümmern uns darum, dass wir den ganzen Kies, die ganze Erde hier verfahren. Hier ist die der Erdtransport zu sehen, den wir aktuell vornehmen. Der läuft auch schon sehr flott und stabil an. Ich glaube, wir sollten hier sogar schon mal ein bisschen weitere Planungsmöglichkeiten angeben, denn wir werden die Ecke hier auch komplett auffüllen mit Erde. Einfach weil wir es können. Ich habe jetzt mir jetzt vorhin mal kurz das Update ein bisschen angeschaut. Es gibt auch neue Inseln und mehrere Startpunkte auf den Inseln mittlerweile. Das ist sehr, sehr schön. Also es freut mich. Sind wir jetzt hier echt leer? Wir sind leer aktuell. Die baggern nicht schnell genug, ich sag's dir. Oder haben wir so wenig LKWs, dass es nicht reicht mit den Transportfahrten? Die fahren halt auch für die geringste Erdemenge der Welt, bedeutet. Eigentlich sollten wir das mittlerweile anders handeln. Noch ein Schüttgutlager hier. Wenn der Kollege wegfahren kann. Da kommt. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Erde rein. Wir machen hier eine Exportroute hier hin. Das scheint ja ganz gut zu laufen. Dann kann ich mir vielleicht einen der LKWs von der Mine schnappen. Weiß den hier zu. Und tu ihm dafür das hier zuweisen. Und schmeiße dich raus. Dann müssten sie eigentlich nur noch bis da vorne fahren. Dann haben sie eine kürzere Strecke. Wir sollten die LKWs höhere Funktionalität haben in dem Fall. Schau mal, der wird wahrscheinlich ab einer bestimmten Menge das dann anfangen zu verfahren. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es schlau wäre, wenn wir den hier hinten reinbringen. Sagen, ab der Hälfte fahren. Wir tun den hier rausbringen, den bringen den hier rein. Schmeißen die Exportroute raus. Und tun hier dafür eine Exportroute rein. Jetzt ist hier hinten dann auch schon die Erde fast leer. Wie scheint es auch die Kohle voll. Ich mache noch einen zweiten Tank hier hin. Und setze dann hier Kohle halb leer ein. Wir fahren auf jeden Fall sehr viel mit Kohle aktuell, das ist super. Und hier ist das Limit jetzt weg. Die verfahren das, super. Dann sind wir schon gut unterwegs. Hier sollten wir jetzt den Transport verbessert haben. Wir sind noch nicht am Limit angekommen, dass er fahren anfängt. Die Hoffnung ist, dass dadurch sozusagen die Fahrt nach da unten verringert wird. Was ich aktuell sehe, dass wir hier wahnsinnig viel Steine rankriegen. Und langsam die Verkippflächen voll werden. Oh, wie es ausschaut, ist der Sand auch wieder leer. Keine Sandfläche mehr zum Abgraben. Wie es aktuell ausschaut, dann geben wir mal die hier als Auftrag. Die Fläche und
machen dann hier so Testbohrungen in die Ecken rein. Der Mund ist jetzt quasi schon voll verkippt. Das ist natürlich auch schon super. Es ist Wahnsinn, was wir alles eigentlich schon verkippt haben, wenn man sich so überlegt. Hier ging irgendwo mal so das Ding lang, glaube ich, in der Art. Oder war es bis hier vorne ungefähr? Wir haben das alles schon zugekippt. Wir haben hier die Kupfermine verkippt. Von der Fläche her. Kalkstein fehlt. Na, wir brauchen vielleicht für euch dann auch einen kleinen Schüttgut-Tank-Exporter. Erde. Halb leer. Zuckerrohr, super. Und dann kriegt ihr das als eine Exportroute. Genauso wie den Kalkstein. So. Ne, nicht Goldschrott. Ich habe noch gar keinen Goldschrott. Erde war hier angesagt. Da müssten jetzt eigentlich LKWs danach auf Verfahren anfangen. Vielleicht geben wir dafür mal ein paar große LKWs einfach in Auftrag. Noch mal ein paar der Riesen. 4 Stück, die offiziell einfach rumfahren und arbeiten können. Ich schaue mir jetzt gerade die Zahl an, weil die sinkt gerade sehr flott und rapide. Ich glaube, das liegt eher daran, dass sozusagen das Limit nicht erreicht ist und der so wenig produzieren muss. Gut. Wie schaut es mit dem System aus? Alter, okay, wie viel wir hier an Stein verfahren aktuell. Okay, wir meinen auch einen ganzen Berg ab, ne? Und wir scheinen mittlerweile zu stocken. Aber sind die ersten LKWs, die anfangen zu verkippen, das ist super. Er verfährt ganz fein seinen Stein. Ah, ich habe hier 2 zugewiesen, okay. Weil die können jetzt hier den kompletten Kies verkippen anfangen. Er ist hier mit verknüpft, das ist natürlich super. In Zukunft verändert sich natürlich die komplette Struktur hier vorne auch wieder, aber jetzt halt fürs Erste brauchen wir halt Ablageorte für das Ganze. Hier sind wir zum Beispiel voll. Ich könnte ihm rein theoretisch noch bis minus 1 geben, aber ich glaube auch nicht, dass das lange hält, wenn ich den Ganzen jetzt noch auf minus 1 erhöhe. Ist die Frage, wie viel wir noch verkippen können. Sind natürlich schon Massen, die jetzt hier verfahren wurden und verarbeitet wurden. Wie war hier der Auftrag? Bis da vorne und dann runter. Ja, wir verkippen zwar jetzt hier Sand, aber ganz ehrlich, ich habe noch hier so viel Sand. Bis das Problem aufkommt, habe ich gleich noch den Sand hier. Und dann produziere ich mir halt alles, was ich an Sand brauche irgendwie. Aber der Sandvorrat hält noch eine Zeit. Ich verkippe ja 90% des Sandes eh von A nach B. Von daher... Pff. Ich habe lieber die Möglichkeit, jetzt das Ganze hier zu verkippen. Weil jetzt wird es dann langsam so sein, dass wir keine Möglichkeit sonst mehr haben. Wir haben einen Haufen an... Ressourcen oder an Stein verarbeitet. Wenn man sich überhaupt die Mengen anschaut, die hier schon liegen. Und das ist erst der Anfang von dem Ganzen, was hier hinten passiert. Es ist eigentlich schon massiv.
Es ist ja auch keine kleine Operation jetzt im Grunde. Und das ist noch der Anfang. Ich will ja eigentlich mal bis hier hinten durchgraben, um überhaupt zu sehen, was von welchen Massen wir reden am Ende. Von was für Massen? Irgendwann müsste ja eigentlich wieder jemand hinfahren, um das Ganze zu verkippen. Wir scheinen ja echt viel Kohle mittlerweile auf Lager zu haben, was ja super ist. Auch wenn sie hier irgendwie nicht nachkommen mit der Lieferung noch. Könnte aber auch hier dran liegen, dass einfach noch nicht das umgebaut ist. Das sollte ich mir jetzt dann aber auch gleich mal anschauen. Schau dir an, wie was für Massen wir hier reden. Trotzdem schaffen wir es aber ganz gut, das aufzuhalten. Bis die neuen Flächen kommen, wie es scheint. Wie schaut es mit den Baggern aus? Oder den Transportern? Sind die mittlerweile im Einsatz? Scheint so. Ich würde gerne wissen, wo die sind. Ja, der scheint direkt hier hinter zu der großen Mission zu fahren aktuell, um zu unterstützen. Natürlich auch nicht schlecht. Vorteil ist natürlich, bei solchen Mengen an Ressourcen kann man schnell Sachen verkippen. Große Projekte, Verfahren und alles drum und dran. Wenn wir allein anschauen, wie viel Erde wir hier verkippen, ist das Wahnsinn. So gut, aber... Ich glaube, es ist Zeit, mal hier hinten ein bisschen ein neues Modell zu entwickeln für unser Projekt. Und zwar die neue Energieversorgung. Das werden wir dann nachher brauchen. Ich würde jetzt erstmal gerne mir überlegen, wie wir das Neue machen. Wenn ich mir das anschaue, wir hätten hier irgendwo Wasserproduktion. Ich kann hier mit dem drucklosen Dampf Wasser produzieren. Und ich glaube, das ist für uns sinnvoller, als den drucklosen Dampf wieder in Wasser zu verwandeln am Ende. Das ist ein elektrischer Heizkessel. Den brauchen wir aber. Den brauchen wir schon. Der kostet uns 8 Megawatt. Ich würde sozusagen gerne versuchen, doch zu schauen, ob wir aus der Kohle aus dem ganzen System rauskommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Der braucht 8 Megawatt. Mit einer... Mit einem großen Generator machen wir 15 Megawatt. Wenn wir nur Wasser pumpen müssen und es umwandeln, dann ist ja alles eigentlich gut. So, das ist ein Solarmodul. Oder wenn die das in Zukunft irgendwie abdenken können. Wäre natürlich auch geil. So, Stromgenerator. Ich bin im Planungsmodus, super. Grundsätzlich haben wir natürlich unsere Hochdruckturbine 2. Die macht 12 Megawatt. Und unsere Niederdruckturbine bedeutet zusammen machen beide einen großen Stromgenerator. Die beiden. Wie viel kriegst du gefahren nochmal pro Minute? Das kleine Rohr kriegt 60 Durchsatz. Okay, das sollten wir hinkriegen. Also das ist der Strang, der ein bisschen Strom produziert. Wie haben wir das denn bei der anderen? Schauen wir uns das nochmal an. Ich glaube, hier sind auch nur solche Kombis. Mit halt einem Schwunggenerator dazwischen, der das Ganze beliefert. Und einer liefert jeweils 48, gut. Ich will das Ganze ein bisschen modernisieren sozusagen. Was aber schlau ist, ist für Übergangszeiten, wenn mal kurz irgendwas ist oder so, mindestens ein Schwungrad rein. Was mich interessiert, könnte ich rein theoretisch 2 davon einbauen? Dann hätten wir 1000 Megawatt gelagert, oder? Nee. 7 Megawattsekunden. Was steht hier?
Die Schwung kann 500 Megawattsekunden mechanische Energie in Form von Trägheit in eine Drehmasse speichern. Es verliert nur langsam die Energie, wenn alle Objekte an der gleichen Welle untätig sind. Also kann ich damit speichern. Gut. Jetzt scheint wahrscheinlich gleich wieder die ersten, aber wie gesagt, das ist jetzt mal eine neue Idee. Die mag ich jetzt einfach ausprobieren. Wir werden hier eine kleine Variante davon aufsetzen und fertig. Du brauchst 48 Dampfhochdruck. Produzieren mit dir können wir 24. Bedeutet, ich brauche 16 Megawatt, um den Druck hier zu erzeugen. Richtig? Wir können bei der 48, du kannst nur 24. Wir produzieren aber am Ende nur... Ernsthaft? Bedeutet, es könnte höchstens ein Unterstützer sein. Ich würde halt gerne das als Hauptding nehmen, aber das wird nie und nimmer funktionieren einfach. Wasserstoff. Mach mal so aus Interesse. Braucht zum Verbrennen 72. Damit will ich auch wieder Dampf drucklos produzieren. Aber um allein wahrscheinlich die Massen zu produzieren. Elektrolyse 2. Das lohnt sich einfach nicht. Also am schlausten ist es da einfach immer noch mit dem Heizkessel zu arbeiten. Leider. Wie viel Wasser brauchst du? 48. Mit dem drucklosen Dampf schaffen wir 33. Wir brauchen trotzdem noch immer ein bisschen Wasser. Ich würde es nicht alles gerne anfangen, auf einer Stelle zu bearbeiten. Ich überlege bloß, wie wir das dumm machen können, um so effektiv wie möglich zu designen. Bedeutet, mindestens einer von denen muss sowieso extra dabei sein. Hier brauchen wir am wenigsten Wasser, auch 15 und 24 macht 33, bedeutet eine hocheffektive Variante mit wenig Sohle. Wenn wir das so irgendwie designen, dass du sozusagen hier dran gehst. Kommst du hier hin? Achso, warte mal. Da war was, warte. Erstens kann ich das um einiges enger designen an der Stelle. Aber die braucht auch Strom, ne? 400 Kilowatt. Aber ich kann damit die Wasserproduktion verringern, die ich benötige. Weil wie viel kriege ich raus, wenn ich hier... Ich nehme hier 24 Dampfdrucklos. Wie viel kriege ich raus? 48. Ja, ich kriege eh das Doppelte raus. Dann kriege ich 66. Mehr, wie ich hier brauche. Wait. Das funktioniert besser wie hier. Kurzen Rechenweg. Einfach um die Theorie zu bestätigen. Wir haben bei 69. Nein, Quatsch. Wir kriegen 77 Wasser raus, brauchen dafür aber
69 bedeutet pro Dampf machen wir 0,75. Wenn wir das nehmen und das mal, was das 48 machen, sind es 33, richtig? Bedeutet das, was eine Entdampfung circa macht. Wir kriegen das also hier mit höherer Menge raus. Bedeutet, wir produzieren sogar Zusatzwasser. Was es natürlich noch geiler macht. Dann flippen wir aber dich. Setzen dich hier hin. Kopieren dich, flippen dich. Machen sicher, dass wir durch einen Rohrausgleicher hier dasselbe reinbringen. Machen eine Rohrleitung hier hin. Warte mal, da muss ich den Rohrausgleich aber wahrscheinlich ganz weiter drüben. Dann machen wir dich platzieren nochmal um. Dann setzt man nicht den Heizkessel. So hin. Dann tue ich die Förderstrecke, den Ausgleicher hier hinpacken. Grund. Ich kann eins hochgehen. Nein, nicht so. Dumm. So. Weil ich kann dann rein theoretisch, je nachdem wie ich es brauche, ich mache jetzt hier einen U-Förderband 2, hier vorne mit dem raus oder ich kann hier raus. Wie ich es benötige. Ich werde wahrscheinlich aber hier lang fahren. Ich kann rein theoretisch auch hier hinten lang. Wichtig ist, es muss bis zum Ende immer so gebaut werden. Dadurch, dass hier wenig rauskommt, können wir in dem Fall mit einem Rohr rausgehen. Und dadurch die Verkabelung auch hier waren. Dann setzen wir hier den Kolben hin. Wo ist der denn wieder? Das müsste hier beim Verwenden sein, ne? Schornstein. Oh, jetzt habe ich eine Idee. Jetzt bin ich wieder voll im Element. So. Es ist wahrscheinlich eine der schlauesten Sachen zu sagen, man macht hier die Eingänge. Bedeutet, ich mache auf der Innenseite ein Schüttgutlager hin und außen ein Flüssigkeitsspeicher. Im Grunde Idee, du bist... Warte, ich wollte hier was ganz anderes nehmen. Ich wollte hier ein U-förmiges Förderband nehmen. Genau, das war die Idee. Perfekt. Er hat's verstanden. Dann kommen zwei Rohrleitungen. Super. Wir müssen ja in dem Fall auch jederzeit gewährleisten können, dass wir alles wieder rausbringen. Und das wäre jetzt eine Einheit. Bedeutet, hier kommt die Kohle rein und das Salzwasser. Das würde ich jetzt mal sagen, das probieren wir jetzt einfach. Was natürlich bei der Kombi hier, die wir jetzt hier aufgestellt haben, wichtig ist zu beachten. Nicht nur, dass es richtig geflippt werden muss. Wir stellen die jetzt mal hier hin. Dann können wir hier
die Sohle ab. Ablassen. Tun hier hinten eine Pumpe dran. Das Ganze wird natürlich zum Starten erstmal ein bisschen Frischwasser brauchen. Ohne Frage, das werden wir ihm auch dann gleich zur Verfügung stellen. Aber auch nicht viel, weil das geht dann alles wieder am Ende raus. So, warte. Ich brauche, jetzt bin ich gerade blind, Pumpe. Wasserpumpe, eine simple, weil wir brauchen ja nur, wir brauchen ja ganz wenig. Oder die Pumpe ist am Ende auch fast ungebraucht. Also das ist ein sehr simples Modul. Du bist Kohle. Sagen wir mal, dich halten wir immer so weit voll. Und du bist Meerwasser. Dich müssen wir nicht voll halten. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz coole Anlage. So, und jetzt zum Start müssen wir natürlich, also erstens, wir müssen jetzt hier schauen, weil es kommt Flüssigkeit raus und wir müssen jetzt das erste aber auch Flüssigkeit reingeben. Denn natürlich, wir überproduzieren Wasser, das für uns wichtig ist. Wir tun das Ganze jetzt mal hier auf einen Schlag bauen. Du sollst Sohle verarbeiten, du sollst Kohle verarbeiten. Bin gespannt, gleich sollte man ja hoffentlich dann sehen, dass die anläuft. Wie läuft's hier? Oha. Wir sehen, die Absetzer sind jetzt voll. Hä, fahren die nicht hier drunter oder wo waren die wieder drunter? So. Das wird dann auch unser nächstes Ding. Also jetzt schauen wir erstmal hier. Kohle ist drin. Wir brauchen mal ganz kurz ein bisschen Frischwasser bitte hier. Kohle wird schon geliefert, Meerwasser ist auch schon drin. Wir warten nur auf den Startschuss. Müsste in der Nähe des Treibstoff lieber. Gut. Wir reißen die alle ab. Alles weg bis zum letzten Stein. Idee ist jetzt also, hier einen U-förmigen Verteiler hinzusetzen. Den wir... hier, so wie es ausschaut, aufstellen müssen. Bitte
bedeutet, wir brauchen jetzt hier einen U-förmigen Anschluss. Nehmen dann U-förmiges Förderband 3. Da hinten. Ich hätte gern, dass wir hier ein bisschen verkippen. Wenn es geht. Dass das Ganze stabil steht. Wir machen hier auch wieder ein U-förmiges Förderband hin. Als erster Start und wir geben ihm dann die Aufgabe, einfach hier hinten noch mit zu verkippen. Wir gehen jetzt hier schon wieder die neuen Kipppunkte. Und das sollte es auch sein. Jetzt schauen wir uns mal hier hinten das Ganze an. Du scheinst ready zu sein. Und wir scheinen zu laufen. Oder auch nicht. Warum laufen wir nicht? Ja, wahrscheinlich, weil ich hier Priorität noch draufsetzen musste. Wir geben ihm vielleicht noch ein bisschen Starthilfe. Wir fressen zwar mehr Strom, brauchen aber dafür für andere Maschinen wieder, glaube ich, ein bisschen weniger in dem Fall. Das sollte uns helfen können. Wenn ich natürlich jetzt als Priorität nehmen würde, die hier. Ich tue den Zufüller wieder deaktivieren. Jetzt scheint die nur noch Kohle wirklich zu brauchen. Kein Frischwasserzugang mehr, der separat geleitet wird, sondern er tut eher Wasser produzieren. Bedeutet, werden sie mit Priorität 1 laufen lassen. Die neue Anlage, wir setzen die anderen auf Prio 2. Die hier drüben sind zwar wesentlich kleiner. Vom Aufbau her. Als unsere neue Hauptmaschine hier vorne. Also wenn wir uns das anschauen, das ist natürlich ein bisschen größer. Aber wir haben Schwungräder, die, denke ich, genug Leistung aufnehmen können. Und er hier produziert gut Leistung. Bedeutet, ich denke, wir sind hier ganz gut unterwegs. Die brauchen wahrscheinlich eine Zeit, bis sie überhaupt vorankommen. Ich denke, wir sind hier gut da dran. Das heißt, wir geben ihm mal kurz ein bisschen mehr Power. Geben vielleicht den Wasserdurchsatz dran. Dann sollte sich hoffentlich hier ein bisschen Dampf im Anstauen anfangen, beziehungsweise er sollte Dampf speichern können. Wie viel Dampfdurchsatz hast du? 60. Ja,
Das ist eine sich halt haargenau ausgehende Maschinerie am Ende. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben eine neue Anlage gebaut, die wird dann hier hinten natürlich perfektioniert oder angepasst dahingestellt. Die wird dann unsere Wasserproduktion in Zukunft auch zum Teil übernehmen können, durch halt den, durch die Verbesserung des Systems. Unsere Kollegen hier sind jetzt auch wieder fröhlich dabei, den ganzen Kies zu verfahren, den wir jetzt hier schon im Master haben. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen rum da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.